Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und das Thema ist ja Frühsexualisierung und Gender Mainstreaming. Und das ist mir deswegen so wichtig, darüber zu reden, weil diese Themen in der Öffentlichkeit sehr intensiv und sehr polarisiert diskutiert werden und weil wir da so geschickt auch nach dem Prinzip Teile und Herrsche in Gegnerschaften und Grüppchen aufgeteilt werden, die scheinbar unterschiedliche Interessen haben, sodass der eigentliche Hintergrund, also das, was ich meiner Wahrnehmung nach, was die Interessen sind, die im Hintergrund der Entwicklung, die wir jetzt beobachten können, steht, dass das weniger auffällig ist. Und deswegen sage ich ganz kurz noch was zu mir. Die meisten haben ja schon vielleicht eventuell mal ein Video mit mir gesehen oder so. Ich bin ursprünglich Biologin und habe dann viele Bücher übersetzt, unter anderem auch das Werk von Walter Russell. Habe dann jetzt in den letzten 12 Jahren das deutschsprachige Ausbildungsprogramm eines entwicklungspsychologischen Institutes aufgebaut und geleitet und bin da jetzt in diesem Sommer gefeuert worden, weil ich vor solchen Publikümern wie euch solche Themen wie heute bespreche und öffentlich mache, und das wurde als nicht mehr tragbar gesehen. Und das ist ein Teil des Phänomens, dass wenn jemand über solche Dinge spricht und mit Leuten spricht, die auch über komplexe Themen sprechen, die nicht unbedingt dasselbe sind, was in ARD und ZDF gesagt wird, da gibt es inzwischen wirklich zunehmend so einen immer enger werdenden Kanal, was man sagen darf und was man formulieren darf, mit wem man reden darf, wem man ein Interview geben darf, wo man einen Vortrag halten darf. Es gab früher bei Stalin das Prinzip der Kontaktschuld. Also ne, wenn man mal mit jemandem geredet hat, dessen Onkel aber in der und der Partei war und so. Und das nimmt immer mehr zu. Und beim Thema der Sexualität insgesamt ist es so, dass auf eine wirklich geniale Weise mit Halbwahrheiten gearbeitet wird. Und deswegen möchte ich gleich zu Anfang mal ganz klarstellen, meiner Meinung nach ist es ein ganz, ganz großer Gewinn, dass wir heute eine liberale Gesellschaft haben, in der jeder machen kann, was er will in seinem Schlafzimmer, solange er keine Gewalt anwendet gegen irgendjemanden oder mit Abhängigen irgendwas macht. Und das finde ich extrem wichtig, begrüßenswert und wunderbar. Meine Großmutter hat noch in einer Zeit gelebt, wenn die andeuten wollte, dass jemand homosexuell ist, dann sagte sie, ja, der hat am 17. Mai Geburtstag. Und 17. Mai, das war der 17.5., 175, Paragraph 175, strafbare homosexuelle Handlungen irgendwie. Es war einfach alles verboten und stand unter Strafe. Und ich glaube, niemand von uns möchte solche Zeiten wieder haben, sondern, und es wird aber so getan, als ob jemand, der findet, das, was im Moment abläuft mit dieser Genderisierung und Gender Mainstreaming und mit der frühkindlichen Sexualkunde, das wird so in einen Topf geschmissen, ja? Wenn ich sage, das ist doch nicht in Ordnung, dass Fünfjährige erfahren müssen, was Fistfucking ist, ja? Oder dass denen erzählt wird, dass ihre Eltern, dass alle Erwachsenen Analverkehr haben und dann die Sechsjährigen irgendwie hinter der Garage das sie auch mal irgendwie versuchen und so und vollkommen in ihrer Aufmerksamkeit auf Dinge gerichtet werden, für die sie einfach noch nicht bereit sind. Das bedeutet ja nicht, dass ich irgendjemandem verbieten will, Analverkehr zu haben oder was auch immer zu machen. Wie gesagt, in den Grenzen der Rechte anderer, die gewahrt werden. Und das ist genau dieses Missverständnis, dass uns das aber immer suggeriert wird. Und ich habe den Eindruck, diese ganze
Kampagne, die da läuft, ist eigentlich dazu da, etwas anderes zu verdecken, was ein ganz lang angelegter Plan ist und eine Entwicklung ist, die mit diesen emotionalen Dingen, ob ich jetzt meine Sexualität leben darf und was ich gerne in meinem Schlafzimmer mache oder egal wo, dass da etwas vermischt wird, um etwas anderes unsichtbar zu machen. Und deswegen möchte ich zuerst auf das Thema Frühsexualisierung eingehen. Frühsexualisierung ist ein Begriff, der von den Gegnern der Sexualkunde im frühen Kindesalter benutzt wird. Diejenigen, die das befürworten, benutzen diesen Begriff nicht, denn früh klingt schon nach zu früh und so. Und dann werde ich noch etwas zu diesem Thema der Genderisierung sagen. Ich habe mir jetzt im Vorfeld sagen lassen, dass viele, gerade in der Schweiz, in Deutschland war es jedenfalls auch so, die meisten Leute hatten davon noch nie was gehört. Und wenn man ihnen da was davon erzählt hat, haben sie gesagt, so ein Quatsch, wer macht denn sowas? Und was, im Kindergarten den Karottenkönig ermitteln? Ne? Wer zieht über einen erwachsenen Holzpenis in Erwachsenengröße am schnellsten das Kondom? Das ist der Karottenkönig, oder über die Karotte, auch in Erwachsenenpenisgröße. Frage ich mich, wozu müssen Fünfjährige das wissen, ja, mit ihrem kleinen Schniedelchen, und sie können auch noch keine Kinder zeugen. Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, aber man denkt immer, ach komm, das ist doch so ein Quatsch, ne? Immer diese Verschwörungstheoretiker. Und bei uns war es so in Deutschland, in dem Moment, wo dann wirklich die Broschüren an die Schule kamen und die Kinder nach Hause kamen und verstörende Dinge erzählten und die Eltern dann anfingen, sich zusammenzuschließen und auf die Straße zu gehen, stellte sich dann raus, dass das Ganze schon seit 10 Jahren auf EU-Basis eigentlich Gesetzescharakter hat und alle EU-Länder verpflichtet sind, das zu übernehmen. Und das heißt, wir sind im Grunde da in einem Prozess, auf der Gesetzesebene und auf der medialen Ebene wir eigentlich immer hinten dran sind, weil wir uns das selber gar nicht vorstellen können, warum man sowas machen sollen, wollte, könnte. Und in meinen Augen ist deswegen die einzige Möglichkeit, wirklich konstruktive Perspektiven zu entwickeln, damit das nicht einfach so bei uns wegschwappt und wir dann so denken, ja, okay, ist jetzt ja wohl so, kann man ja wohl nichts machen, ist, dass wir wirklich ein Bewusstsein darüber entwickeln, was eigentlich passiert, wenn Kinder so erzogen oder beeinflusst werden, und was eigentlich dahinter steckt, so dass wir uns auch nicht mehr so auseinander dividieren lassen und irgendwie glauben, wir müssten jetzt mit unseren homosexuellen Nachbarn auf einmal irgendwie Streit anfangen oder dürfen die nicht mehr grüßen oder irgendwie sowas. Es hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und das wird aber immer so hingestellt, als wäre das diskriminierend und homophob und alles Mögliche. Und das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist daher, wie eigentlich die kindliche Entwicklung in Bezug auf Sexualität verläuft. Da hat nämlich schon vor über 100 Jahren eine Fehlentwicklung angefangen. Und zwar hat das angefangen eigentlich mit Freud, der ja einen sehr, sehr großen Einfluss hat und Dinge postuliert hat. Er hat einerseits natürlich ganz viel auch vorangebracht und Aufmerksamkeit auf tiefenpsychologische Vorgänge und so und auf das Unbewusste gerichtet. Aber er hat auch viele Dinge postuliert, wo man heute sich in der gesamten Wissenschaft einig ist, das war irgendwie Blödsinn, ne? Also Todestrieb und Machttrieb und so. Und er hat eben postuliert, dass schon kleine Kinder, so mit 5, 6 Jahren, sexuelle, incestuöse Triebe entwickeln, dass das zum Menschsein dazugehört, dass der kleine Junge seine Mama heiraten will. Und es stimmt, dass viele kleine Jungen mit 5, 6, 7 sagen, einer meiner Söhne hat mir das auch gesagt, ja, ich heirate natürlich dich. Das war für ihn ganz klar. Und das hat aber eine ganz andere Bedeutung. Und Freud hat das so interpretiert und es wurde dann auch so weitergegeben, als ob
wenn ein Kind das sagt und wenn ein Mädchen seine Mama, seinen Papa heiraten will und ihn anflirtet sozusagen und ihre kindliche Fraulichkeit da in Anschlag bringt, als ob dahinter der Wunsch stünde, mit ihrem Papa genital Sex zu haben, ja, und von dem befummelt zu werden oder penetriert zu werden. Und das stimmt überhaupt nicht, diesen Wunsch hat sie nicht, das geben ihre Hormone gar nicht her. Ja? Natürlich findet jeder von uns, wir haben eine sensible Haut, die gerne gestreichelt wird, wir haben besonders sensible Stellen, auch kleine Babys können schon zum Orgasmus stimuliert werden, das stimmt alles. Das heißt aber nicht, dass ein 5-, 6-, 7-, 8-, 9-jähriges Kind den Wunsch nach genitaler Sexualität hat. Oder wie es heute ja mit den Pflichten gerne so gehandhabt wird, sie werden zu einem Recht erklärt. Ja? Also die Kinder haben ein Recht auf Krippe und sie haben ein Recht auf Schule und Bildung. Zu Deutsch, sie müssen dahin. Diese Verzerrung ist eigentlich, weiß man heute, dass das nicht stimmt, sondern dass wenn ein 6-jähriges Kind sagt, Papa, ich will dich heiraten oder Mama, ich will dich heiraten. Heiraten steht dafür immer, für immer. Ich will für immer mit dir zusammen sein und Familie ist eben für immer irgendwie. Ne? Man bleibt immer Mama und Papa auch über den Tod hinaus. Das ist einfach, das sind die einzigen Beziehungen, die sozusagen unbegrenzt sind, die nicht nur Rollen sind. So, und das... das steckt eigentlich beim Kind dahinter. Und wenn jetzt die also es ist von der Natur aus eigentlich so angelegt, dass ein Kind, wenn es geboren wird, sich an die Menschen bindet, die für es sorgen. Das ist auch sehr praktisch. Wir haben eigentlich keinen Überlebenstrieb in dem Sinne, sondern wir haben nur einen Bindungstrieb. Das hat die Natur hat sozusagen ein Makro geschrieben, als sie uns programmiert hat. Sie hat sich gesagt, okay, das Kind braucht Wärme, es braucht Schutz, es braucht Geborgenheit, es braucht Körperkontakt, es braucht Nahrung, lauter so Sachen. Ganz viel, wir machen das einfacher. Das Kind hat einen ganz starken Trieb, es will bei denen zusammen sein, die es versorgen, mit denen zusammen sein. Und damit ist der ganze Rest, Nahrung, Schutz und so weiter, erledigt. Das ist unser stärkster Trieb. Und wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind und auf einmal gibt es ein Erdbeben oder die Bomben fallen oder irgendwas ist los oder wir sind im Haus und riechen auf einmal, es brennt, unser erster Gedanke ist nicht, wie komme ich hier raus, sondern der erste Gedanke ist, wo sind die Kinder? Ja? Das ist unglaublich stark, das ist unser stärkster Instinkt. Und dieser Instinkt ist, das ist auch ganz sinnvoll natürlich, dass dieser Instinkt so stark ist, weil er unser Überleben sichert. Und diese Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern, sind, da gibt es diese Inzestsperre, die nur eben durch wirkliche psychische Deformierung ausgeschaltet wird. Also Menschen, die eben inzestuös tätig werden, haben immer ganz, ganz große Probleme selber mit sich und sind oft auch selber dann schon traumatisiert worden. Und normalerweise gibt es da eine Sperre, dass ich, wenn ich für jemanden in Fürsorglichkeit bin und derjenige eben noch nicht geschlechtsreif ist, dass ich gar nicht den Wunsch habe, mit dem Sex zu haben, sondern ich habe den Wunsch, für den zu sorgen und den zu streicheln. Und das hat nichts mit Sexualität im engeren Sinne zu tun. Und erst wenn sozusagen die Pickel und der Busen sprießen und die Schamhaare und die Fortpflanzungsfähigkeit erwacht, dann kommen eben diese Triebe ins Spiel. Und das ist ja auch dann richtig so, ne? Und da ursprünglich mal, das ist eben das, was man uns vergessen machen will, ein Hauptzweck von Sexualität ist Fortpflanzung. Und natürlich ist in jeder Gesellschaft und auch bei den Tieren, ist Sexualität, dient es nicht nur Fortpflanzungszwecken,
Und es gibt auch Homosexualität in der Tierwelt und so. Das ist alles, das war alles überhaupt kein Ding. Aber ein Hauptzweck oder Grund für diese sexuellen Instinkte ist eben die Fortpflanzung. Und deswegen ist daran gekoppelt ganz stark, die Entwicklungspsychologen sagen, das wirkt bindend, es wirkt wie Sekundenkleber, ob wir das wollen oder nicht, weil unser Körper, der praktisch für Steinzeit programmiert ist, das Gefühl hat, hier findet ein potenzieller Fortpflanzungsakt statt. Die beiden müssen aneinander gebunden werden, damit der Nachwuchs eine Chance auf Überleben hat. Und das hat in der Steinzeit sicherlich ganz viel Sinn gehabt. Heute ist es, wenn da nur jemand ins Bordell geht oder der One-Night-Stand stattfindet, ist es eher unpraktisch. Das nützt aber nichts. Es ist trotzdem in unseren Gehirnen so verankert, die entsprechenden Hormone und Botenstoffe werden ausgeschüttet. Und wenn wir das immer wieder übergehen, indem wir eben sagen, nein, nein, wir haben ja nur Sex miteinander, was habe ich mit dem zu tun, finden Dinge in unserem Körper statt, die dazu führen, dass wir im Grunde uns ein bisschen hart machen müssen und abstumpfen müssen, um diesen Schmerz nicht zu spüren. Denn die Natur hat es eigentlich darauf angelegt, in ihrer Fortpflanzungsfreundlichkeit, dass es uns wehtut, wenn wir uns trennen, denn wir sollen ja für die Nachkommen sorgen gemeinsam. Und wenn wir das immer, und das ist in unserer Gesellschaft absolut Gang und Gäbe, das ist sozusagen der Umgang mit Sexualität, wie er uns vermittelt wird. Sexualität hat eigentlich erstmal nichts mit Beziehung zu tun und mit Bindung. Und das ist auch das, was den Kindern vermittelt wird. Und das ist auch das, was in der ganzen Gender Politik vermittelt wird. Auf Facebook gibt es ja jetzt, nur als ein Beispiel, gibt es die Möglichkeit, wenn man sich selber definiert, männlich und weiblich zu wählen oder auch ein erweitertes Menü aufzuklappen und dann hat man die Wahl zwischen 60 anderen Möglichkeiten. Und es gibt inzwischen Videos auf YouTube, wo junge Leute erläutern, was das alles bedeutet. Das sind dann ganz, ganz viele Wörter und Begriffe. Und einer dieser 60 Begriffe, ich kann es mir immer nicht merken, wie der heißt, aber einer dieser Begriffe, das ist die sexuelle Abart, wo jemand das sich sexuell angezogen fühlt von Menschen, zu denen er auch eine emotionale Bindung hat. Also es ist eine von 60 Möglichkeiten, ne? Und dann gibt es noch ganz viele andere. Und diese diese starke Kraft der Sexualität hat eben den tiefen Sinn, das Fortbestehen unserer Spezies zu sichern. Jetzt ist es so, wenn diese Sexualität an Kinder herangetragen wird, deren Bedürfnisse an Geborgenheit nicht erfüllt sind, dann wirkt sich diese Sekundenklebereigenschaft von Sexualität ganz anders aus. Also es ist ja so, ein Kind hat eben diesen ganz starken Drang einprogrammiert nach Bindung, nach Geborgenheit. Es möchte mit denjenigen zusammen sein, die fürs Sorgen, an die es gebunden ist. Und unsere Kinder werden aber in einem Ausmaß von ihren Hauptbezugspersonen getrennt, wie es beispiellos ist in der Geschichte. Mit einem Jahr in die Krippe und mit 3 Jahren dann in den Kindergarten und auch schon den ganzen Tag, weil die Eltern ja beide arbeiten müssen und so weiter. Und das wäre noch gar nicht mal unbedingt ein so großes Problem, wenn in den Betreuungseinrichtungen dafür gesorgt würde, dass die Kinder sich dort wie in einem zweiten Zuhause auch geborgen fühlen, auch entspannen können und genährt fühlen, so viel Vertrauen zu den Erzieherinnen haben, dass sie sich bei ihnen ausweinen können, dass sie sich einfach wie zu Hause fühlen. Dann wären diese Kinder sozusagen bindungssatt. Und wenn ich bindungssatt bin, dann bin ich quasi reserviert für die Leute, zu denen ich eine Bindung habe. Und das ist auch gleichzeitig der böse Onkelsschutz, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, komm doch mit, ich habe so süße Kaninchenbabys, die ich dir zeigen will. Dann sagt sich das bindungssatte Kind, den kenne ich nicht, meine Mama kennt den auch nicht.
mit dem rede ich gar nicht. Ja? Auf vielen Dörfern ist es so, dass die Kinder, also da, wo ich mit meinen Kindern gelebt habe, als sie klein waren, wenn da jemand Fremdes ins Dorf kam, die haben geguckt und wenn der die angesprochen hat, sind die nach Hause gelaufen. Ne? Das war dann so üblich, dass man sie mit 5 Jahren, dann ein Jahr vor der Schule, in den Kindergarten brachte, damit sie lernen, mit fremden Leuten zu reden. Ne? Weil eigentlich sind Kinder so, dass sie nur mit Leuten reden wollen, die sie kennen. Und das ist ein ganz wichtiger Schutz. Wenn aber Kinder die ganze Zeit sich eigentlich nicht geborgen fühlen und bindungshungrig sind, und man liefert ihnen dann Sexualität. Und da gibt es eben wirklich diese Aufklärungsprogramme beinhalten dann eben in, also es ist natürlich an verschiedenen Regionen in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung. Es gibt diese EU-Vorgaben und dann je nachdem in welchem Bundesland und Kanton und so und dann auch mit den einzelnen Institutionen ist das dann unterschiedlich weit. Aber es gibt eben Handreichungen, die empfehlen, dass es dann eben gut geheizte Kuschelräume gibt, wo die Kinder animiert werden, sich auszuziehen und gegenseitig sich zu erforschen und die Erzieher auch dann eine helfende Hand noch leisten, wie kann man sich denn noch Gutes tun und so weiter. Und für Kinder, die hungrig sind nach diesem Geborgenheitsgefühl, ist dieser Sekundenkleber im Grunde dann wie suchterregend. Also das ist einfach dann, es gibt ja auch junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene, die dann Sex haben und unmittelbar während und nach dem Sex oder so, ne, fühlt man sich einfach nicht allein. Ja? Und ganz viel Sex findet auch statt, einfach damit man sich nicht so alleine fühlt. Und wenn Kinder praktisch nicht satt sind, aber Sex in ihr Leben tritt, zu diesem frühen Zeitpunkt, dann ist das wie eine Ersatznahrung, die das eigentlich, was Kinder eigentlich brauchen, nämlich Kuscheln und Geborgenheit und Zuhören und jemanden, bei dem sie sich ausweinen können, die das ersetzt. Und das ist im Grunde, ich habe mal gehört, dass Tanzbären früher so abgerichtet wurden, also man hat sie gefangen, und dann waren sie ja noch ganz wild und gefährlich. Und dann hat man sie dursten lassen und hat ihnen nur Schnaps angeboten. Und irgendwann waren diese Bären so durstig, dass sie halt den Schnaps getrunken haben. Und dann konnte man mit ihnen machen, was man wollte. Und daran erinnert mich diese Vorgehensweise. Man hält unsere Kinder, oder wir sind ja diejenigen, die eigentlich die Verantwortung für unsere Kinder haben, aber wir werden dazu animiert und überredet und man sagt uns, wir sind sonst uncool und überbehütend und so weiter, unsere Kinder in ganz viele Situationen zu geben, wo sie sich nicht geborgen fühlen. Und wenn sie dann sozusagen als Ersatzdroge mit Sexualität konfrontiert werden, dann suchen sie immer wieder diesen Kick. Das ist wie mit dem Adrenalinkick, wenn man einmal sozusagen das erlebt hat, dass man sich, wenn man so richtig unter Stress steht, unbesiegbar fühlt und keinen Schmerz spürt, keine Müdigkeit, aber die dazugehörigen Gefühle von Angst und Schrecken und Todesnot nicht mehr spürt, weil man sie eigentlich abstumpfen musste, weil die Umgebung so ungemütlich ist, dass man es sich gar nicht leisten kann zu fühlen, dann führt das dazu, dass Kinder sich ritzen oder brennen, weil wenn man sich verletzt, schüttet der Körper Adrenalin aus. Und dieser Kick macht süchtig. Und wenn man zum Beispiel, wenn man Kindern dann dazu animiert, zu masturbieren, ja, das schüttet auch einen Kick aus, denn der Orgasmus liefert eine Entspannung, es wird Oxytocin ausgeschüttet, das ist auch der Stoff, der beim Stillen ausgeschüttet wird. Man fühlt sich gut, kurze Zeit. Und Mama und Papa sind aber immer noch nicht da, die Geborgenheit ist immer noch nicht da, also macht man es halt wieder. Ich war neulich in Berlin auf einem Seminar, wo ich gedolmetscht habe, und eine Freundin zeigte mir dann einen Knopf, den sie gefunden hatte und gekauft hatte aus Spaß. Da stand drauf,
Masturbation never breaks your heart. Also Masturbieren bricht nicht das Herz. Ne? Und das ist der Punkt. Sexualität ohne Geborgenheit, ohne Vertrauen, ohne dieses Ganze, was eigentlich dem vorgeschaltet sein sollte, hat eben mit dem Herzen nichts zu tun und ist aber dann eben wie ein Kick, der immer wieder gesucht wird und immer wieder. Und es gibt viele sexsüchtige Erwachsene und Kinder, die in dieser Weise damit konfrontiert werden und hungrig sind, das ist wie mit anderen Süchten. Welche Leute werden süchtig? Ne? Wir sind alle mit allen möglichen Stoffen konfrontiert. Wer wird süchtig? Der etwas sucht, weil es fehlt. Und vielen Kindern heute fehlt eben etwas. Und nämlich diese Geborgenheit, die früher war auch nicht alles golden, aber die Kinder waren früher in einer mit lauter Leuten zusammen, die sie kannten. Und die untereinander sich auch kannten. Denn eigentlich ist es so, dass ab dem 6. Monat geht es ja los mit dem Fremdeln, dass das Kind gar nicht mit jedem unbedingt reden will, sondern man muss dann erst ein bisschen mit der Mutter sich unterhalten und dann guckt das Kind, aha, der redet mit Mama und nach ein paar Minuten, okay, meine Mama ist Freund mit dem, dann darf ich auch, dann taut das Kind auf. Und das ist idealer böser Onkelschutz, ja? Ich rede nur mit Leuten, ich will nur mal mit Leuten zu tun haben, die Freunde sind mit den Leuten, die für mich sorgen. Das ist genial konzipiert, aber es passt überhaupt nicht in unsere Gesellschaft. Wir wollen zu IKEA fahren und die Kinder da in der Betreuung abgeben und dann nachmittags zur Turnstunde und da ist dann die Trainerin und wir schämen uns, wenn unsere Kinder fremdeln und nicht mit fremden Leuten reden wollen und nicht der Tante die Hand geben wollen. Aber das ist eigentlich das Richtige und Natürliche. Und die Sexualität, wenn sie eben dann in diese, sozusagen diesen entwurzelten Kindern angeboten wird, wirkt erstens wie eine Droge und zweitens, das, was eigentlich passieren sollte, dass das Kind nämlich erstmal in aller Ruhe Kind sein kann und sich erstmal an seine Eltern bindet, an Onkel, Tante, ältere Geschwister und so weiter und sich erkundet ohne das Thema Sexualität. Das hat ja seinen Grund, dass wir nicht schon mit 5 Jahren geschlechtsreif sind, sondern dass wir erstmal uns selber finden, dass wir erstmal lernen, andere nachzuahmen. Das ist ja die Grundlage des Spracherwerbs, so sein zu wollen wie Mama und so die Stöckelschuhe anzuziehen und so wie Papa zu gehen und zu telefonieren und loyal zu sein und Mama, ich helfe dir und das ist unser Garten und dann mit 4 Jahren kommt dann eben dieses Wertschätzung, Mama, gefällt dir das denn auch, was ich mache? Und da kommt dann dieses Lied, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, weil das Kind dann merkt schon, ich bin eigentlich einzigartig, ich bin etwas ganz Besonderes und sehen meine Eltern das denn auch? Und dann kommt, dass die Kinder ihr Herz verschenken, eigentlich erst im 5. Lebensjahr sind sie überhaupt in ihrer Entwicklung so weit, im Idealfall, dass sie sagen können, Mama, ich liebe dich und dass sie uns Blumensträußchen bringen und Herzchen malen und oder sagen, ich hab dich lieb oder auch egal, was jetzt gerade die Familienkultur hergibt. Und dann, dass sie uns sich anvertrauen wollen, dass sie uns ihr Herz öffnen, dass sie uns alles erzählen müssen, dass sie spätestens abends beim Einschlafen sagen müssen, Mama, ich muss dir noch was sagen und mir ist da was kaputt gegangen, weil sie es nicht aushalten, ja. Und das ist eigentlich diese tiefen Beziehungsfähigkeiten, die müssen eigentlich erst geübt werden, während das Kind gleichzeitig behütet ist und geschützt. Und mit dieser Grundlage dann kann es dann, wenn die Sexualität dazukommt, kann sozusagen dann diese Beziehungsfähigkeit gelebt werden und Grundlage sein für wirklich tragfähige Beziehungen. Und wenn das aber wegfällt, weil die Kinder schon mit einem Jahr, wenn sie eigentlich noch dabei sind, ihre Eltern nachahmen zu wollen, jetzt sind die Eltern aber immer weg. Was machen die Kinder? Die gucken, also nicht bewusst, sondern das sind unbewusste, instinktive Abläufe. Ich will mich über Gleichheit binden, das ist meine Phase. Wer ist denn hier am gleichsten? Ach, die ganzen anderen Einjährigen. Sie binden sich untereinander. Die anderen Einjährigen haben aber gar nicht
gar nicht die Fähigkeit, Schutz und Geborgenheit zu vermitteln. Ja, das ist auch gar nicht ihr Job. Aber wenn die anderen Einjährigen die Hauptbezugspersonen werden, sind die Eltern gleichzeitig uninteressant. Und wenn dann in diesen Kreis von, es ist wie in einem Sonnensystem. Ein Sonnensystem hat eigentlich eine Ordnung. Da gibt es eine Sonne in der Mitte, die wärmt und die Planeten drehen sich drumherum. Und so ist es eigentlich auch mit unseren Kindern gedacht. Ne? Das sind unsere Planeten und sie sollten um uns kreisen, damit wir sie wärmen können. Und sie haben auch untereinander Beziehungen, ne? Mars, Pluto und so. Aber das ist nicht so relevant. Am wichtigsten ist die Beziehung zur Sonne. Und wenn die Planeten, also die Kinder, anfangen, umeinander zu kreisen, weil einfach keine Sonne da ist, weil da eine Erzieherin für 15 Kinder ist oder so. Erstens frieren die alle und zweitens, die anderen Planeten können ihnen eben nicht diese Wärme geben und sie können auch nicht diesen Schutzraum bieten, wo wirkliche Entwicklung möglich ist. Denn wir kommen ja eigentlich hierher als Menschen mit dem Potenzial, jeder von uns sozusagen ein einzigartiges Geschenk haben wir. Ne? Es gibt uns nur einmal, jeden von uns. Und das wollen wir eigentlich auspacken. Und dafür haben wir, brauchen wir aber einen Schutzraum und eine Entwicklung. Das ist wie wenn man von einer Raupe nicht verlangen kann, dass sie schon fliegt. Die muss erstmal sich durch ihre grünen Blätter fressen und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und so ist es eigentlich mit der Sexualität auch. Und wenn das jetzt vorweggenommen wird und hungrigen Kindern gegeben wird und sie außerdem dann noch, und das ist dann eben das zweite Thema, in ihrer Identität verunsichert werden, dann hat das zur Folge, ganz nüchtern gesagt, dass diese Kinder es sehr viel schwerer haben, zu dem Punkt zu kommen, ich bin ein einzigartiges Individuum und das, was ich der Welt zu geben habe, kann nur ich geben und das ist eigentlich das Wichtige an mir. Sondern dann fangen sie an, sich stattdessen, also statt ich bin ich, sagen sie dann eben, ich bin ein Junge oder ich bin ein HSV-Fan oder ich bin Biologin oder ich bin genderfluid oder homosexuell oder so. Und eigentlich sollten wir ja uns als einzigartig begreifen, mit unserem ganz individuellen Strauß von Eigenschaften und auch von Vorlieben, auch von sexuellen Vorlieben, alles gut und wunderbar. Aber das ist ja nicht das Entscheidende an uns, ob ich es jetzt lieber mit dem oder so rum oder so und was und nicht alles und morgen so, heute so. Das ist ein Teil von mir, aber indem ich mich da in eine Gruppe einsortieren lasse und mich über diese Gruppe definiere, bin ich im Grunde wie abgelenkt von dem, was mich eigentlich ausmacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, eigentlich ist mein Interesse daran, was andere Leute in ihrem Schlafzimmer machen, wirklich begrenzt. Ja? Und ich finde, es gibt viel Wichtigeres zu tun. Natürlich ist Sexualität nicht unwichtig, das will ich nun überhaupt nicht behaupten, aber das ist doch nicht das, warum wir jetzt zum Beispiel heute Abend hier zusammen sind, sondern wir sind doch zusammen, weil wir Menschen sind oder weil wir, wenn man das jetzt noch weiter fasst, intelligente, bewusste Wesen sind. Und das ist doch das, was uns verbindet und der größte gemeinsame oder der sollte der kleinste gemeinsame Nenner sein. Und das ist genauso diese Verschiebung, dass man uns die ganze Zeit auf dieses Thema Sex festnageln will. Ja, und was ist denn jetzt? Und wenn jetzt zum Beispiel ein 5-jähriges Mädchen sagt, ich will gerne ein Junge sein und ich will überhaupt kein Mädchen sein und ich will nur Lederhosen anziehen und ich will immer mit Traktoren spielen oder was da nun immer als männlich angesehen wird, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass dieses Kind
im falschen Körper geboren worden ist und später notwendigerweise eigentlich lieber einen Penis hätte als eine Vagina oder so, sondern in dem Alter, in diesem vorsexuellen Alter, hat das was damit zu tun, dass dieses, an wen dieses Kind gebunden ist. Und wem es nacheifert, wem es gefallen will. Wenn es zum Beispiel ein Mädchen gibt, wo der Papa eigentlich gerne einen Sohn sich gewünscht hätte, ja, und das Mädchen merkt, immer wenn ich so bin wie ein Junge, dann leuchten Papas Augen und er vergisst vorübergehend, dass ich leider nur eine Josephine geworden bin statt ein Josef, dann entwickelt so ein Kind unter Umständen solche Wünsche. Und das ist völlig, das ist dann erstmal so. Und das, da kann es dann auch später rauswachsen. Aber heute gibt es dann auf YouTube Videos, wo uns vermittelt wird, das sind 4-, 5-, 6-jährige Kinder und die sind transgender. Die fühlen sich in ihrem Geschlecht nicht wohl und die muss man mit Hormonen und umoperieren und denen muss man diese Möglichkeit bieten, sich so auszuleben. Und das ist in meinen Augen eine ganz starke Verkürzung dessen, was eigentlich die Bedürfnisse von Kindern sind und was eigentlich solche Signale bedeuten. Und natürlich kann es sein, dass jemand dann später sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlt oder mal so, mal so. Das ist in der Tierwelt auch so und daran, das ist ja auch alles, das kann ja alles seinen Raum haben. Aber es wird jetzt ganz stark dramatisiert und zugespitzt. Und wenn man genau, oder ich habe den Eindruck, durch diese Aufspaltung in, heterosexuell, homosexuell, das ist ja schon jetzt sozusagen Schnee von, das ist ja 80er, jetzt geht es ja wirklich darum, um diese ganzen anderen Sachen, und das nennt sich dann non-binary, also nicht binär. Das heißt, diese Aufteilung in zwei Leute fühlen sich voneinander angezogen, ja, das ist ja auch nur ein Spezialfall und das mag ja auch alles so sein, nur es wird so getan und ich habe jetzt heute nochmal, weil ich dachte, naja, kann ich das eigentlich wirklich beweisen, was ich hier erzähle, denn man liest, man lebt, man beobachtet und redet und guckt zu und es erwachsen daraus Eindrücke und Puzzleteile im Kopf wachsen zusammen, aber ich habe ja nicht immer einen Stift dabei und schreibe mir die Quelle auf. Und da ist jetzt immer ein Text von der Humboldt-Universität in Berlin, also ein wissenschaftlicher Text zum Thema Gender, wo es dann eben heißt, von 2014 ist der, glaube ich, erst mit dem Aufkommen eines sozialen Zweigeschlechtermodells hat sich auch eine biologische Auffassung verfestigt, es gebe den Mann und die Frau. Es ist so ein bisschen verschwurbelt immer, weil wie die Wissenschaftler das gerne so machen, damit man ja nicht das auf Anhieb versteht. Aber was hier eigentlich, oder wie ich das verstehe, ist, also es gibt ein soziales Zweigeschlechtermodell, ne? Jungs spielen mit Traktoren, Mädchen tragen rosa und so weiter. Und das war natürlich früher auch noch, tatsächlich gab es da ja noch eine viel weitergehende Rollenaufteilung, aus der wir jetzt durch die Automatisierung und die Industrialisierung tatsächlich ein Stück weit rausgewachsen sind. Bei uns muss es nicht mehr so sein, dass die Frauen den Hausgarten und die Kälber versorgen und die Männer den Traktor oder so. Aber es hat sich eine biologische Auffassung verfestigt, es gebe den Mann und die Frau. Und man bringt hier zwei Dinge zusammen. Das eine, wo, glaube ich, nicht alle, aber viele von uns zustimmen würden, es ist super, dass ich nicht mehr mit meiner Geburt schon festgelegt bin, was ich für Kleidung anzuziehen habe, ob ich zur Schule gehen darf oder nicht, was weiß ich, ne, dass ich machen kann, was ich will, dass ich Ärztin werden will, dass ich Astronautin werden kann, wenn es so sein soll und so weiter. Das ist super. Ja? Gleichzeitig gibt es aber eine Mann-Frau-faktische Gegebenheit, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das heißt, ein Mann und eine Frau können auf natürlichem Wege Nachkommen hervorbringen. Und das ist die physische Ebene unserer Schöpferkraft. Wir sind schöpferische Wesen
Und ein Ausdruck davon ist, dass wir uns reproduzieren können. Und diese Tatsache wird mit diesem ganzen Geschwurbel und Gemurbel verwischt und unkenntlich gemacht. Es geht nur darum, ob du eventuell was dagegen hast, wenn ich non-binary bin und ob du bitteschön akzeptierst, dass ich nicht als Frau angeredet werden möchte, sondern als irgendwie it oder irgendwie andere Namen, weil ich meine persönliche Identifizierung, anstatt mich mit mir in meiner Einzigartigkeit zu identifizieren, projiziert habe auf irgendeine Gruppe. Ja? Ich bin halt irgendwas, ne? Genderfluid, non-binary, queer oder so. Und ne, ja, das ist lächerlich, aber es früher, noch vor einigen Jahrzehnten und in einigen Weltteilen war es auch noch so, haben wir uns, anstatt uns mit unserer Individualität zu identifizieren, mit unserem Vaterland identifiziert oder mit unserer Kirche oder mit unserer Zunft oder so. Das sind ja alles Vorstufen von Individualität. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal die Möglichkeit haben, wirklich wir selber sein zu dürfen. Und dann werden wir da so eingeladen, uns stattdessen in diese ganzen Dinger zu verhackstücken. Das ist sozusagen schon mal sehr merkwürdig. Und wenn man dann anguckt, dass gleichzeitig die Hebammen und die Hausgeburten praktisch abgeschafft worden sind, indem man ganz elegant die Versicherungssätze so hochgeschraubt hat, also eine Hebamme verdient an einer Geburt oder kriegt ausgezahlt mit einer Geburt zu Hause vielleicht 600 Euro oder so. Und sie muss aber, wenn sie Hausgeburten betreuen will, Versicherung von 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Jahr bezahlen. Es gibt praktisch keine Hebammen mehr, die Hausgeburten betreuen und auch keine Ärzte mehr. Eine der Vorreiterinnen von natürlichen Geburten, auch in schwierigeren Fällen, bei Zwillingen, bei Steißlagen, bei sonst was, Anna Rocke-Löhnhoff, sitzt seit knapp 2 Jahren im Gefängnis. Ich mache jeden Monat ein Interview mit ihr. Sie wurde anlässlich einer außerklinischen Geburt mit dem Argument verurteilt zu einer mehrjährigen, das ist jetzt 64, und wenn sie ihre Strafe voll verbüßen muss, 7 Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot und so weiter, kommt sie mit 70 wieder raus aus dem Knast. Und das Argument war, sie vertritt in ideologischer Weise ein apparatefeindliches, natürliches Geburtskonzept, und sie ist gleichzeitig nicht nur Hebamme, sondern auch Ärztin. Und mit diesem wegweisenden Urteil hat man dafür gesorgt, dass alle Hebammen und alle Ärzte wissen, Geburt außerhalb des Krankenhauses und du bist mit einem Bein im Gefängnis. Wenn da irgendwas schief geht, sitzt du im Knast. Wohingegen im Krankenhaus, wir haben getan, was wir konnten, und das ist halt so, und mein Gott, ne? Jeder weiß, dass Geburt ein existenzieller Vorgang ist, der auch mal schief gehen kann und so, und dass es auch Kunstfehler gibt. Das ist sozusagen so. Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland liegen wir im Moment bei knapp 40% Kaiserschnitten. Die werden ganz stark propagiert als sogenannte Wunsch-Kaiserschnitte, die in Wirklichkeit Angst-Kaiserschnitte sind, weil den Frauen vermittelt wird, Geburt ist was Grauenvolles und entstellt dich, zerstört dich, ist eigentlich gar nicht zu ertragen. Mach doch lieber einen Kaiserschnitt, ja? Und gleichzeitig wird uns mitgeteilt, das war im letzten Oktober in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was ja in Deutschland eine der größten Mainstream-Zeitungen ist, da war ein langes Dossier, es geht auch ohne Sex, und da wurde dann darüber berichtet, über den Stand der Wissenschaft, wir hier könnten alle zusammen Kinder kriegen. Also man kann heute Körperzellen man kann bei Körperzellen, die haben ja den doppelten Chromosomensatz, und Spermium und Ei haben den einfachen Chromosomensatz, sodass, wenn die zusammenkommen, gibt es wieder den doppelten. Heute kann man künstlich aus Körperzellen Zellen mit einfachem Chromosomensatz machen, und dann könnten Barbara und Daniela und ich und Arno vielleicht noch unsere Körperzellen poolen, ja, und die dann immer wieder, also 2 zusammen, und dann könnten wir ein Kind kriegen, was uns 4 oder 5 als Eltern hat.
Und in diesem Artikel stand dann, ja, die Kirchen schreien natürlich und so, aber eigentlich ist dieses Mann-Frau-Ding sowieso nur so eine Säugetierspezialität. Die Pilze machen das schon immer so. Jetzt, ja, das stimmt. Das habe ich im Studium auch gelernt. Die Pilze haben eine wirklich queere Sexualität. Aber wir sind ja nun keine Pilze. Und dann gibt es jemanden, ich habe leider vergessen, wer das war, aber es war eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ich glaube sogar auch ein Politiker, der gesagt hat, neulich so als es sind ja immer so Versuchsballons, so wie reagiert das Volk, der gesagt hat, ja, Geburten sind ja so schmerzhaft und gefährlich, es wäre doch schön, wenn wir den Frauen das ersparen könnten. Nur mal so. Und gleichzeitig wird uns vermittelt, dass Sexualität und also das Wort, ich habe diese Broschüre gelesen von der Lehrergewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, die so ganz große Aufstände hervorgerufen hat in Deutschland, wo die Leute wirklich Demo für alle und so demonstriert haben und ganz empört waren. Und es ist unglaublich, von der Fortpflanzungsfunktion, die Sexualität ja nun mal doch auch zentral theoretisch hat, ist da überhaupt nicht mehr die Rede, sondern wir sollen im Grunde vergessen, dass das mit was miteinander zu tun hat, ist mein Eindruck. Und wenn ich habe als junges Mädchen den Roman gelesen, Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Wer ihn noch nicht kennt, muss ihn eigentlich unbedingt lesen. Es ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Buch, ein programmatisches Buch. Ich habe den als Science Fiction gelesen. Es handelt von einer Welt, in der alle Kinder eben in so Brutfabriken geplant, schon in ihrem künstlichen Uterus dann so behandelt werden, dass sie für ihren späteren Beruf dann geeignet sind und so diejenigen, die später über Kopf im Weltraum Raumschiffe reparieren sollen, die werden dann schon in diesen künstlichen Uteri immer über Kopf gehängt und mit Schwerelosigkeit vertraut gemacht, damit sie sich dann später ganz wie in Abrahams Schoß fühlen, wenn sie da draußen im All hängen und so. Und das Buch beginnt damit, dass der Direktor der Brutanstalt die Studenten auf einer Exkursion eben da so durchführt und einen geschichtlichen Abriss liefert, wie das früher war. Und jedes Mal, wenn er Vater, Mutter, Geburt oder sowas sagt, kichern die Studenten, ja, als ob er irgendwie Fotze gesagt hätte, weil, obwohl die Studenten von heute würden wahrscheinlich dann auch nicht mal mehr kichern, aber egal, als ob er irgendwas Unanständiges gesagt hätte oder ein Tabu gesagt hätte, weil es ihnen ganz komisch vorkommt, ja, das so. Und wenn ich jetzt dann sehe, dass in Schweden bereits die Behördentexte ohne das Wort Vater und Mutter auskommen müssen, sondern Eltern 1 und Eltern 2, immer mit dem Hinweis, und das ist diese Verknüpfung, diese Halbwahrheit, mit dem Hinweis, wenn ich Vater und Mutter sage, dann könnte sich ja ein lesbisches Paar, was irgendwelche Kinder aufzieht von beiden oder von einer oder von adoptiert oder was auch immer, diskriminiert fühlen, weil sie ja Mutter und Mutter sind. Ja, gut, aber da werden wir in so eine emotionale Political Correctness verleitet und gelockt, die im Grunde nur verwischt, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass wir uns nicht mehr als schöpferische Wesen fühlen sollen, bei denen es um die Fähigkeit haben, sich selber aus eigener Kraft, also als ich schwanger war, ich habe mich gefühlt wie ein Dimensionswandler irgendwie. Ich habe gedacht, hey, ich ermögliche jetzt einem Wesen, sich einen Körper zu bauen und hierher zu kommen. Das ist doch der Hammer, oder? Also ich habe mich da so unglaublich machtvoll gefühlt, jetzt nicht im billigen Sinne, sondern das war so ein tiefes Staunen darüber, wozu mein Körper da in der Lage ist. Und ich habe das Gefühl, das soll uns entzogen werden. Gleichzeitig wird uns ja auch vermittelt, dass es unverantwortlich ist, das Kind nicht auf alle möglichen Krankheiten und Gene und sowas zu testen, was ja eigentlich nur heißt, alle Kinder, die das haben, werden weggeschmissen. Ja? Das sagt man nur nicht. Man sagt, das ist Sicherheit.
Und Vorbeugung, ja, ich kann ja überhaupt nicht vorbeugen. Entweder mein Kind hat das Gen oder nicht. Nur indem ich es testen lasse, treffe ich ja schon eine Entscheidung. Und das ist dann so. Und es gibt dann schon die ersten Fälle, wo dann die Versicherung sagt, ja, also Sie hätten das Kind ja testen können. Wir zahlen das nicht. Ja, diese Betreuung und so, das ist nicht verantwortbar. Das heißt, genau, zurück zu diesem wichtigen Buch, was in den 30er Jahren schon erschienen ist. Und ich habe das als junges Mädchen gelesen und da kommt eben ein junger Mann in diese zukünftige Welt, der noch anders aufgewachsen ist und so Shakespeare'sche Werte mitbringt und sich romantisch verliebt. Und zu meinem Schock geht das Buch schlecht aus. Ja, ich war damals fassungslos. Es endet damit, dass also diese schöne neue Welt auf ganzer Linie gewinnt. Der ist vollkommen verzweifelt und hängt sich auf zum Schluss. Und ich dachte, oi, 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 das ist aber irgendwie hui. Und Jahrzehnte später habe ich dann erfahren, dass der Autor Aldous Huxley einen Bruder hatte. Dieser Bruder ist Julian Huxley, ein Nobelpreisträger, und das war einer der führenden Eugeniker, also einer der, es gab ja nicht nur im Dritten Reich bei den Nazis diese ganze Eugenikforschung, also wie optimieren wir die Kinder und wer darf überhaupt mit wem Kinder kriegen, sondern das war auch in den USA sehr stark und nach dem Krieg wurden die ja dann auch alle dahin exportiert oder importiert. Und Julian Huxley war ein führender Eugeniker, der sich ganz intensiv damit beschäftigt hat und Nobelpreisträger, wie gesagt, und der Gründungsdirektor der UNESCO. Aha. Und dann im Zusammenhang mit dieser ganzen Hebammengeschichte, mit der Pathologisierung von Geburt. Als ich jung war, hieß es noch, ja, guck doch mal nach Holland. Da sind 70% der Geburten Hausgeburten und deren Kindersterblichkeit ist geringer als in Deutschland, deutlich geringer. Inzwischen hat man das in Holland auch ein bisschen abgebaut und es ist da nicht mehr so. Aber eigentlich könnten wir jetzt... Und wir wissen so viel darüber, wie Kinder so auf die Welt kommen können, dass es nicht traumatisierend ist, dass sie gleich sozusagen sich willkommen fühlen und nicht mit irgendwelchen schrecklichen Silbernitratlösungen in einem grellen Kreissaal und als erstes kopfüber gewogen und so weiter. Das wissen wir alles, aber man versucht uns in eine andere Richtung zu drängen und gleichzeitig versucht man uns klarzumachen, dass dieses ganze Vater-Mutter-Ding eigentlich, also das ist 80er, ja, oder irgendwie jedenfalls, das spielt keine Rolle und wer darauf besteht, dass das wichtig ist und dass das zentral ist und wer nicht möchte, dass das eigene Kind verunsichert wird in diesem Wissen, der gilt dann eben als homophob. Und durch diese Vermischung von also Sex ist ja sozusagen im Englischen, Sex ist das, was wir im Deutschen als Geschlecht bezeichnen. Also XY ist männlich, XX ist weiblich. Und Gender ist demgegenüber diese kulturelle Anteil. Ne? Dass es eben in jeder Kultur bestimmte Rollen gibt, die den Geschlechtern zugewiesen sind. Jenseits von dem, was uns unser Körper natürlicherweise eigentlich vorschreibt, nämlich wir Frauen gebären die Kinder und stillen sie und die Männer zeugen die Kinder und sorgen sozusagen für den Rest und haben eine ganz wichtige Funktion, auch natürlich im Leben der Kinder als Vorbilder und so weiter. Aber das gibt die Biologie vor. Und auf der Gender-Ebene, nämlich Frauen müssen lange Haare haben, Männer müssen kurze Haare haben oder so, das ist ja auch immer überall verschieden in jeder Kultur. Aber da wird jetzt so getan, als ginge es um diesen Anteil. Und es gibt auch Leute, und das nenne ich dann Beifall von der falschen Seite, die sich gegen diese ganze Frühsexualisierung und gegen dieses Gender-Ding wenden, weil sie finden, das muss so sein und Frauen, die sollten am besten nur getragen und zu Hause bleiben und es soll wieder so sein wie früher und es steht schon in der Bibel und pipapo. Und die das sozusagen vermischen. Es ist aber ein Unterschied. Das eine ist unsere schöpferische Kraft als Wesen, die wir fortpflanzungsfähig sind und unsere
die unglaubliche Freiheit, die wir jetzt haben, wo unsere festgefügten Gesellschaften mit Ständen und sonntags gehen alle in dieselbe Kirche und haben alle dieselbe Religion und alle haben denselben Wissensstand, da haben wir jetzt eine unglaubliche Freiheit gewonnen und ich finde das gut. Und die können wir jetzt nutzen, aber jetzt wird so getan, als würde ich, wenn ich auf der großen Bedeutung meiner Schöpferkraft bestehe, als wäre ich dann gegen diese Freiheit. Und das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber die ganze Diskussion wird immer wieder so runtergebrochen, als wären die Leute, die sagen, wir möchten nicht, dass unseren Kindern vermittelt wird, ja, Mann und Frau, das ist eigentlich nur eine kulturelle, wie nennt man das, eine, es wird zugeschrieben und zugeordnet und man macht das eben so. Aber eigentlich ist das ja ein Kontinuum. Das stimmt einfach nicht, denn nur ein Mann und eine Frau können miteinander ein Kind zeugen auf natürlichem Wege. Und das ist so in unserer Biologie angelegt. Und dieses Kontinuum, dass heute jeder machen kann, was er will und dass ich sowieso schon lange Hosen anziehen kann und dass jeder Mann heute Röckchen und sich die Haare färben und sich schminken, ist doch völlig in Ordnung, hat doch keiner was dagegen. Also ich jedenfalls nicht und viele von uns nicht und das ist gar nicht der Punkt. Aber das wird immer ganz geschickt vermischt, sodass dann, wenn dann die Leute demonstrieren dafür, dass ihre Kinder mit 5 Jahren sich nicht darüber Gedanken machen, was Fistfucking ist und wie Abtreibung funktioniert, dass man mir dann unterstellt, ich hätte was dagegen, wenn André sich ein Schleifchen ins Haar bindet, ja, und einen Freund hat. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Und das ist diese Vermischung. Und worauf es mir eben ankommt, ist, dass wir erkennen, dass es eigentlich darum geht, dass man uns vergessen machen will, dass wir schöpferische Wesen sind. Und unsere Kraft will man uns vergessen machen. Und dann, ich habe gar nicht die Zeit, also Fernsehen habe ich sowieso schon seit Jahrzehnten nicht mehr, aber ich habe auch nicht viel Zeit auf YouTube zu gucken. Ich wurde dann aber aufmerksam gemacht von irgendjemandem, vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar kennt ja jeder die Biene Maya. Ne? Biene Maya ist eine Trickfilmserie aus den 60ern. Die Biene Maya und so, es ist einfach, jeder kennt das, okay. Und wenn man sich diese Filmchen, auf YouTube hat man das ja alles, aus den 60er Jahren anguckt, dann kommen da die kleinen neuen Bienen aus ihren Waben, die sind verschlossen und sie müssen sich schon so ein bisschen mühsam durchboxen. Das hat noch ganz entfernt eine geburtsartige Anmutung. Natürlich ist es keine Geburt. Ja? Wenn ein Insekt aus einer Wabe schlüpft, ist es was anderes als eine Geburt. Aber Biene Maya war rund und Willi war irgendwie ein bisschen doof, okay. Da war auch schon ganz viel Manipulation drin, denn die Kinder identifizieren sich natürlich mit diesem Insekt und auch mit seinen Aufgaben. Und es gibt eben, wenn ihr das mal nachgucken wollt, auf YouTube gibt es dann ein Video, das heißt Biene Mayas Geburt oder Biene Maya wird geboren. Sie wird aber eigentlich gar nicht geboren, sie schlüpft aus ihrem Dingschen. Okay. Und jetzt wurde vor kurzem, vor ein paar Jahren, wurde Biene Maya neu verfilmt. Und in der Neuverfilmung ist es so, dass da nur noch so eine Gardine ist und die kommen rausgeflogen, die kleinen neuen geschlüpften Bienchen. Dass sie vorher gefüttert werden und so sieht man natürlich auch nicht. Heißt auch, Biene Maya wird geboren, sie kommen rausgeflogen und werden sofort von Erzieherinnen, die Frau so und so und Frau so und so heißen, in Empfang genommen und werden sofort geordnet. Und sie müssen sich jetzt hier, also dieser typische Schul- und Kindergartenbetrieb, stellt euch mal alle hier auf und nicht dahin und so. Und Biene Maya, also alle Bienen sind viel schlanker, das entspricht eben auch dem heutigen Schönheitsideal, was auch nicht fortpflanzungsfreudig ist. Ne? Also jemand wie ich wäre früher als nervenschwach eingeordnet worden, ne? So lang, dünn und so. Und
wenn man alte Romane liest von vor 120 Jahren, die Frauen, das Frauenideal, das waren die runden Schultern und die Grübchen in den Armen. Und ich habe, als ich das junges Mädchen, habe ich immer gedacht, Grübchen in den Armen, bei meinen Armen, da ist nichts mit Grübchen. Ja? Aber dieses, das ist eigentlich eben, das war früher das Schönheitsideal, und man munkelt, dass viele Männer an diesem Ideal allen Mannequins zum Trotz immer noch festhalten. Aber egal, jedenfalls hat man die Bienen verschlankt. Und Biene Maja, die Hauptfigur, also die Bienen werden also eingesammelt und werden sofort von Erzieherinnen durch den Stock geführt, damit sie lernen, was sie später arbeiten müssen, und um der Königin vorgestellt zu werden. Und Biene Maja, Willi ist noch blöder als in der alten Version, der ist irgendwie wirklich, also völlig, ist ja auch nur ein Mann, ne? Ja, das gehört dazu. Die Entwürdigung der Männer ist ein ganz wichtiger Teil. Kommen wir gleich hinterher vielleicht im Gespräch dazu. Ich will das jetzt mit Biene Maja zu Ende erzählen. Biene Maja ist ein Kind, die staunt. Und die will spielen. Und ach, guck mal, und da und so. Und dann immer wird sie zur Ordnung gerufen. Maja, was machst du schon wieder? Und du darfst hier nicht spielen und so. Und dann sieht sie durch so Fenster, sieht sie draußen die Blumenwiese. Ja, das geht dich gar nichts an und so. Und dann sieht man, kommen sie, während sie zur Königin geführt werden, kommen sie an den Erwachsenen vorbei. Keinerlei Beziehung natürlich, ne? Es sind ja auch, im Bienenstock stimmt das ja auch, aber bei uns stimmt es ja nicht. Und im Grunde werden die Kinder, wenn sie sich mit Biene Maja identifizieren, von den Erzieherinnen an ihren eigenen Eltern, die arbeiten, vorbeigeführt, ja? Und die schmeißen irgendwelche Säcke mit Honig irgendwie, sie stehen in so einer Eimerkette, ja, und dann hört man im Hintergrund schneller, schneller, ja. Also es sind eigentlich Arbeitssklaven, und da an denen werden die Bienchen, die Kleinen, vorbeigeführt und werden dann eben der Königin vorgeführt, die verdächtig so aussieht wie die Queen, aber okay, ich werde nichts gesagt haben. Und Das ist hochinteressant, sich dieses Video mal anzugucken mit diesen Gedanken im Hintergrund. Was wird unseren Kindern da eigentlich für ein Selbstbild vermittelt? Und in diesem Film wird, und das ist ja weltumspannend, übrigens ist es ursprünglich, kommt es aus dem asiatischen Raum. Also ich habe dann mich mit Biene Maja beschäftigt, weil mich wirklich das interessierte, wo kam das eigentlich her? Also es ist verwirklicht worden, umgesetzt worden von den Asiaten, aber ursprünglich war es nämlich ein Naturkundebuch. Es hat einen deutschen Autor und ist schon 150 Jahre alt, die erste Fassung. Und das war ganz naturalistisch, das war wirklich im Grunde ein Buch über Bienen. Und daraus wurde dann dieses vermenschlichende Ding gemacht, sodass die Kinder sich mit Biene Maja identifizieren. Und das wurde jetzt nochmal einen Schritt weitergeführt. Und natürlich kann man sagen, das ist alles Zufall und das passiert halt, weil es sich gut verkauft. Und aber da ihr hier seid, ist euch auch schon dies und das sonst so aufgefallen. Und mir scheint, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht, dass wir vergessen sollen, wie viel Kraft wir eigentlich haben. Und dass das deswegen passiert, man könnte sich ja jetzt fragen, warum wird eigentlich dieser unglaubliche Aufwand getrieben? Ja? Ganz Hollywood, Biene Maja, alles Mögliche, die ganzen, also alles, was da gemacht ist, ist ja ein irrer Aufwand eigentlich. Man könnte uns ja auch einfach nur in Ruhe lassen und wir wären produktiv, fleißig, friedfertig und so. Na gut, das hat, kann man wieder sagen, es muss ab und zu Kriege geben wegen des Zinssystems, aber ich glaube inzwischen, dass das deswegen gemacht werden muss, weil wir tatsächlich machtvolle Wesen sind, die nur versklavt werden können, indem sie selber zustimmen. Wir müssen unsere Zustimmung geben. Und das ist schon in Mephisto von Goethe ist es so, da gibt es ja die Szene, wo dieser Pudel ihm immer folgt zu Anfang, und das ist aber eigentlich der Teufel, ne, des Pudels Kern, und dann winselt der Pudel immer und dann sagt dann Faust, naja, also es entpuppt sich dann als der Teufel, sagt dann herein. Ne?
Und dann sagte er, ja, aber du musst wissen und so weiter, wie Mephisto dann so anfällt. Ja, ja, also dann noch einmal herein. Und dann sagt Mephisto, du musst es dreimal sagen. Und er hat überhaupt nur die Macht, bei Faust reinzukommen, wenn der ihn ganz explizit eingeladen hat. Und er hat überhaupt nur die Macht, das zu tun, was sich dann im Weiteren entwickelt, indem Faust dem zustimmt. Und er stimmt ihm zu, weil Mephisto ihm das in den blühendsten Farben ausmalt und seine existenzielle Not, in der er ja eigentlich steckt, Faust, ich weiß nicht, inwieweit die jüngere Generation mit Faust noch vertraut ist, aber er ist ja eigentlich verzweifelt darüber, dass er eigentlich nicht erkennen kann, wer er eigentlich ist und was das alles soll. Und da wird er eingefangen, Mensch, du kriegst die schärfsten Schnecken und überhaupt alles Geld der Welt und so und gutes Leben und so weiter. Und er muss dem aber zustimmen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und die Arbeit, die wir tun müssen, dass wir diese Klarheit entwickeln. Moment mal, was ist hier eigentlich los? Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und will ich das überhaupt, was mir hier angeboten wird? Will ich denn einen Wunschkaiserschnitt und will ich denn mein Kind sofort in die Krippe geben? Und will ich mir denn Sorgen machen, wenn mein Sohn mit Puppen spielt und so? Denn so weit ist es schon. Wir haben endlich die Freiheit, dass jeder machen kann, was er will. Ne? Und wir hatten eine Phase, als ich, weiß nicht wie jung war, jünger als jetzt jedenfalls, also das passiert ja gleichzeitig, dass es dann diese Girls' Days gibt, wo man die Frauen geradezu zwingen will, jetzt doch gefälligst mal mechanische, technische Berufe zu ergreifen. Und gleichzeitig ist diese Verknüpfung von Vorlieben und sexueller Ausrichtung so im Vordergrund, dass mich Mütter kontaktieren, weil sie sich Sorgen machen, weil ihr Siebenjähriger so gerne mit Puppen und Kleidern spielt. Und ich sage, ja und? Er ist halt fürsorglich und vielleicht wird er später mal Kleider entwerfen oder er hat einfach nur einen Sinn für Harmonie oder so. Aber im Grunde weiß sie das auch, dass das nicht schlimm ist, wenn ein Kind mit Puppen spielt. Ihre eigentliche Angst ist, dass er schwul ist, werden könnte. Und dann heißt es sofort, ja, die ist ja homophob, die Mutter. Nein, die möchte gerne Enkel. Das ist doch der Punkt. Es geht, das ist doch, und das wird aber sofort wieder so interpretiert, ja, wenn du nicht freudig bewegt an die Luft springst, wenn dein Sohn dir sagt, dass er schwul ist oder deine Tochter, dass sie lesbisch ist, dann bist du aber ein echt mieser Knochen und sozusagen rassistisch oder jetzt nicht rassistisch, sondern sexistisch irgendwie. Aber was dahinter steckt, auch den meisten Müttern ist es herzlich egal, was ihre Söhne in den Schlafzimmern treiben und ihre Töchter, aber sie wollen gerne Enkel. Und auch da werden wieder Dinge vermischt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Und ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt mal so vorneweg anbieten wollte. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwas ganz Wichtiges, was ich unbedingt sagen wollte, ja. Tatsächlich. Es gibt noch einen weiteren Aspekt und der ist jetzt noch mal richtig finster. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch verdrängt. Es gibt, wie jeder, der die Augen offen hat, sich kundig machen kann, ein weltumspannendes Netz und System von Kindesmissbrauch, Kindesfolter und Bewusstseinsmanipulation auf Folter- und Sexualitätsbasis, weil Sexualität, wie wir ja schon festgestellt haben, im positiven Sinne eine der stärksten Kräfte ist in diesem Universum und auf diesem Planeten und in unserem Leben. Und deswegen kann es natürlich auch missbraucht werden. Und dieses weltumspannende Netz, wo auch die gesamte Pornoindustrie mit drin hängt, wo unglaubliche Gelder verdient werden und wo wir in die Abgründe jetzt gar nicht heute Abend näher reingehen wollen. Nur wenn man das weiß
und dann sieht, wie jetzt sozusagen das Recht der Kinder auf Sexualität verankert werden soll in unserem Bewusstsein, wie gleichzeitig die Mode, es ist wirklich, ich meine, wahrscheinlich bin ich ja nur eine Verschwörungstheoretikerin, die einen Knall hat, aber mir fallen solche Dinge einfach auf. Ich kann nicht anders, als das zu kombinieren, wenn ich gleichzeitig feststelle, dass es einen unglaublich starken sozialen Druck gibt in Bezug zum Beispiel ganz banal Körperrasur. Ja? Unsere Scham, unsere Achselhaare, unsere Schamhaare und auch unsere Beinhaare bei uns Frauen, das kriegen wir, wenn wir in die Pubertät kommen. Und das sind eigentlich sekundäre Geschlechtsmerkmale. Und eine Frau oder ein Mensch mit rasiertem Schambereich sieht eigentlich aus wie ein Kind. Und dieser Unterschied wird total verwischt. Und wir werden, und da ist so zum einen diese Verwischung, ja, ne, ob das Kind jetzt 7 ist oder 17, man sieht es nur noch an der Größe, aber eigentlich von den, eigentlich sieht es ganz ähnlich aus, ja. Und man sieht gar nicht mehr, dieses Kind ist geschlechtsreif, sondern alle sind rasiert, ja. Und das, was eigentlich, wo die Jungs früher froh waren, ne, in den 60ern gab es noch Brusthaar-Toupees, ja. Und, ja, weil es das ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Ja? Und heute ist es wirklich so, dass dann in Talkshows Männer sich darüber unterhalten, ob sie etwa noch ihre archaischen Haare tragen oder wie geil das doch ist, wenn man keine Haare mehr hat. Und auch da, es ist ein, wir sollen alle sozusagen aussehen wie die Kinder, wir sollen uns nicht mehr fortpflanzen wie die Kinder und es soll nicht mehr auffallen, wenn die Kinder auch schon zu Sex herangezogen werden. Und das ist so das ist so raffiniert, weil man denkt immer, was ist hier eigentlich los? Und irgendwas stimmt nicht. Und dadurch, dass es aber immer so mit diesem Emotionalen und Moralischen und du hast wohl was gegen so verknüpft wird, merkt man nur, irgendwas stimmt hier nicht, man fühlt sich unwohl, aber es ist so schwierig, das auseinanderzufisseln. Und ich hoffe, es ist mir ein bisschen jetzt gelungen, da ein paar Stränge bloßzulegen. Bei mir in Bremen gab es vor kurzem einen Artikel in einer von diesen Umsonstzeitungen, die sind ja immer die meistgelesenen Zeitungen, die immer so in die Briefkästen gesteckt werden. Und das war ein Leitartikel, in dem es darum ging, dass ja Pädophilie verboten ist in Deutschland. Man darf ja nicht mit Minderjährigen und mit Kindern Sex haben. Jetzt ist es aber ja so, dass sehr viele Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen und die bringen dann zum Teil ihre 8-jährigen Frauen mit. Und die haben dann vielleicht auch schon oder 10-jährig oder sind sie dann oder 11 und haben aber schon ein Kind. Was macht man jetzt? Ne? Einerseits muss man sagen, also, ey, das ist verboten. Entweder darfst du hier nicht rein oder du musst gleich ins Gefängnis und das Kind irgendwie, das geht irgendwie gar nicht. Das macht man aber natürlich nicht einmal aus humanitären Gründen, aber zum anderen auch wurde dann eben gesagt, ja, die bremischen Behörden lassen in diesen Fällen Toleranz walten, aus Rücksicht auf die kulturellen Gepflogenheiten. Okay, kann man ja sagen, ne, wenn die jetzt aus Afghanistan kommen und haben nun mal mit 11 geheiratet und so weiter, wäre es ja grausam, da jetzt, man muss das ja wirklich angucken auch. Ne? Aber, und das fand ich, in dem Moment ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, schrieb dann die Autorin dieses Artikels, man kann ja jetzt eigentlich nur darauf warten, wann der erste deutsche Pädophile sagt, wieso darf der Afghane das, was ich nicht darf? Ja? Ich komme auch aus Afghanistan, ich darf auch. Das kann doch nicht sein, dass der seine Frau mit 9 heiraten darf oder mit 7 oder so und kommt hierher und die Sache, naja gut, ist halt so. Ne? Und ich gehe dafür ins Gefängnis. Und das ist gar nicht so einfach, da jetzt Lösungen zu finden. Und dafür brauchen wir eine Klarheit. So, jetzt heißt ja aber, okay, jetzt komme ich auch wirklich zum Schluss. Jetzt heißt ja der Untertitel dieses Vortrags Hintergründe und Perspektiven. Und Hintergründe, gut, habe ich jetzt versucht, ein bisschen so weit, wie ich das fühle eigentlich. Es ist ja, man kann das ja alles nicht beweisen. Es sind ja alles nur so, wie passt das alles zusammen? Wie könnte es einen Sinn ergeben?
Aber wo sind denn die Perspektiven? Und ich glaube in der Tat, und ich habe es auch schon gesagt, deswegen bin ich jetzt auch wirklich gleich am Schluss, wir müssen uns dessen bewusst werden, wer wir sind, was unser Potenzial ist, und wir dürfen uns nicht einlullen lassen, denn wenn wir das nicht mitmachen, dann, du musst es dreimal sagen, dann, man kann uns im Grunde nicht dazu zwingen, ja? Es ist zumindest sehr, sehr schwierig. Aber es ist so verführerisch. Und das ist ja auf ganz vielen Gebieten so. Und ich habe dann irgendwann, als mir das so richtig klar wurde, habe ich dann für mich persönlich ein Zeichen gesetzt, ich rasiere mir jetzt nicht mehr die Beine. Das war sowieso das Einzige, was ich mir jemals rasiert habe. Aber ich habe irgendwie gefragt, wer bin ich eigentlich? Ne? Was soll eigentlich der Quatsch? Ich habe da so ein paar Haare und ja und? Warum, was ist daran eigentlich das Problem? Und natürlich ist das jetzt harmlos und lächerlich, aber ich habe gemerkt, was mich das schon kostet im Sommer, weil die Leute denken, die ist ungepflegt oder hat die irgendwie zu viele Hormone, männliche oder so, warum hat die da Haare? Man hat da keine Haare als Frau. Jede Frau hat da Haare, aber ne, Deutschland wird stoppelfrei, alle Frauen unterwerfen sich diesem Diktat, keine Haare an den Beinen zu haben und sonst wo noch vielleicht nicht. Das ist noch nicht so ein Diktat, aber Beine ist ein Muss. Ne? Selbst wer sonst noch in voller Schönheit dasteht, Beine ist irgendwie... Und da habe ich gemerkt, an diesem winzigen Beispiel, ja, ich möchte auch, dass die Leute mich attraktiv und weiblich finden. Und es ist sozusagen ein Schritt, ne? Ist jetzt, kostet mich nicht viel Mut, ich habe schon schlimmere Sachen gemacht, aber es ist ein Schritt. Und das sind eigentlich die Programmierungen, die wir in uns aufspüren müssen. Und das ist etwas, das können wir nur selber tun. Jeder für sich, natürlich hilft es total, indem wir uns darüber austauschen. Aber selbst wenn Frau Merkel morgen auf einmal, sagen wir mal, irgendwie erleuchtet werden würde oder so und würde sagen, ich möchte jetzt, dass das alles wieder abgeschafft wird. In unserem Gehirn können nur wir Ordnung schaffen. Und das eine Schwierigkeit dabei ist, noch das allerletzte, wir fühlen eigentlich alle, was das Richtige ist, aber wir haben auch alle das Schulsystem durchlaufen. Das Schulsystem, neben vielen anderen Risiken und Nebenwirkungen, hat einen ganz, ganz dezidierten Schwerpunkt, nämlich es gilt nur Vernunft, Verstand, Rational, Logik, Argument, nicht Intuition. Ich habe das Gefühl, wir sollten heute die Möhren säen oder ich mag den nicht, ich glaube, ich bin lieber vorsichtig oder so. Wir sollen, in der Schule lernen wir nie auf diese Dinge zu hören. Im Gegenteil, wir lernen nur, der Lehrer hat immer recht und wenn ich was entscheide, muss ich es rational begründen. Aufs Herz hören oder auf die Intuition oder mich mit dem Rest von mir verbinden und mal gucken, wie fühlt sich das eigentlich an? Geht in der Schule gar nicht. Ne? Wir müssen das Ergebnis hinschreiben, dann müssen wir nochmal den Rechnungsweg belegen, ob wir es auch auf die richtige Weise ausgerechnet haben. Und später steht dann in der Brigitte bei Partnerschaftsproblemen, jetzt machen Sie mal eine Liste, ne? Pro und Contra. Ne? Ja, Pro, ja, er hat tolle Brusthaare, Contra, er säuft. Ne? Und dann zum Schluss kommt unten raus, ja oder nein. So funktioniert das ja aber gar nicht. Aber das lernen wir nicht. Und deswegen ist dieser Schritt, den wir jetzt jeder für sich und alle gemeinsam tun sollten, wenn wir eben da rauskommen wollen, ist wirklich eine Herausforderung, weil wir etwas vertrauen müssen, wo wir nicht so viel Übung haben und wo wir auch nicht so geschult sind. Und wo es wirklich auch so eine Sache ist. Denn wir sind alle so im Kopf, ich zuallererst. Und das ist so eine Herausforderung, das mal wegzulassen und stattdessen mal zu fühlen und den Verstand dann dafür zu benutzen, um das, was das Herz sozusagen gesagt hat, das will ich, um das dann wirklich zu machen, ne? Mir die Fahrkarte zu kaufen und so, dafür ist mein Verstand super. Aber um zu entscheiden, mit wem ich zusammen bin oder so, ist er einfach überfordert. So,
jetzt höre ich auf zu reden und wir machen eine kleine Pause und danach hoffe ich, dass wir noch ein bisschen reden können. Vielen Dank. Applaus